Eines Tages pflückte Isan Tee mit Kyosan. Isan sagte, den ganzen Tag habe ich deine Stimme gehört, aber deine Gestalt habe ich nicht gesehen. Kyosan schüttelte den Teebusch. Isan bemerkte, du weißt, wie es wirkt, aber du weißt nicht, was es ist. Du weißt, was es ist, aber du weißt nicht, wie es wirkt, antwortete Kyosan. Und das eine ohne das andere ist unvollständig. Wenn wir das Wirken nicht mitbekommen, dann nützt es uns wenig zu wissen, was es ist. Und wenn wir beim Wirken das Es nicht mitbekommen, was es ist, dann ist auch unser Wirken irgendwie unvollständig. Zwei Dimensionen, eine strategische und eine unsere Natur zum Ausdruck bringende, unsere Beweggründe halt. Ja? Und unsere Beweggründe, an denen ist nichts verkehrt, mit denen sind wir geboren. Ja? Wir alle kommen auf die Welt und wir schlagen die Augen auf und sofort haben wir zwei Bedürfnisse, ja? Aus denen sich dann alle anderen Bedürfnisse später herausdifferenzieren. Wir haben nämlich sofort das Bedürfnis nach Geborgenheit und das Bedürfnis nach Autonomie. Wir könnten gar nicht wachsen, wenn wir dieses Bedürfnis nach Autonomie nicht hätten. Also das ist ganz natürlich, dass wir das haben. Das differenziert sich auf. Ja? Geborgenheit, Nähe, Verbundenheit und so weiter. Das kann man dann in diese Richtung erweitern. Autonomie, Selbstbehauptung, Kreativität und so weiter. Das wird dann ausdifferenziert im Laufe unseres weiteren Lebens. Aber wir sind mit diesen Grundmotoren schon mal auf die Welt gekommen. Das etwa Chosetsu in seinem Erleuchtungsgedicht gesagt hat. Da sagte er, der Glanz des Buddha erleuchtet still das ganze Universum. Weise und Unwissende, fühlende und nicht fühlende Wesen gehören zur selben Familie. Kommt kein Gedanke auf, ist vollständige Einheit präsent. Die geringste Bewegung der sechs Sinne verdeckt es. Versuche, verblendetes Verlangen abzuschneiden und du verstärkst die Krankheit. Die Suche nach dem Absoluten lädt Unsegen ein. Folge getreulich dem Lauf der Welt, dann gibt es kein Hindernis. Nirvana und Samsara sind die Blumen in einem Traum. Musik.
ist nicht von Anfang an da, das Erwachen. Es ist etwas, was wir erringen können und was wir kollektiv erringen müssen, damit unser Überleben hier gesichert ist. Also, dieses Erwachen, darum ringen wir. Und es ist etwas, was verlangt von uns, dass wir dafür gehen. Es passiert nicht von alleine. Es braucht unsere Aktion, sozusagen unseren Familiensinn. Wenn wir keinen Familiensinn entwickeln mit all den fühlenden Wesen, dann entwickeln wir auch nicht die Herzenskräfte, um uns in dieser Richtung engagiert zu bewegen. Dann kann es uns passieren, dass wir den Untergang der Welt im Fernsehen verfolgen. Ja, und irgendwann sehen, aha, jetzt sind die Lichter aus, jetzt scheint es vorbei zu sein. Ne? Also, das wünsche ich uns nicht. Ich wünsche, dass wir rechtzeitig unsere Möglichkeit erkennen, selber zum Erwachen zu kommen, und zwar auch kollektiv. Also, wir können tatsächlich unsere Sprache so umstellen, dass sie dem großen Leben und dem Erwachen dient. Die Sprache, die wir brauchen, ist die Sprache des echten Mitgefühls, ja, und der Einsicht in die Zusammenhänge. Beispielsweise, wenn wir jetzt diese Flüchtlingsbewegung haben, dann ist es natürlich ein wunderbarer Ausdruck des Mitgefühls, wenn wir diesen Menschen Obdach gewähren und etwas für sie tun und sehen, dass zwischen ihnen und uns kein großer Unterschied besteht. Das ist gerade mal eine Zeitverschiebung, die dazwischen liegt. Ne? Noch unsere Großeltern hatten dieselben Probleme wie die, die jetzt gerade zu uns kommen. Also mit denen solidarisch zu sein, ist eine wunderbare Seite, die sich im Augenblick zeigt. Ja? Und ich hoffe, dass sich die noch vertieft. Und dass es nicht bei dem nur mitfühlenden Kontakt bleibt, sondern gleichzeitig wir Einsicht haben in die Zusammenhänge, aus denen das allen kommt. Dass wir auch sehen, wie wir durch unsere Gier nach Erdöl täglich diesen Flüchtlingsstrom also produzieren und unterhalten. Und dass wir da Ansatzpunkte haben. Und dass wir Ansatzpunkte haben in unseren Herzen, tiefes Verstehen zu üben in die Zusammenhänge, die dahinter stehen. Die Vorstellung des Buddha ist, dass ohne Übung kommt es zu keinem Erwachen. Wir brauchen die Übung. Die gibt es keinen Weihnachtsmann und keinen lieben Gott und niemand, der uns Menschen davon entbindet, uns um unser Schicksal selbst zu kümmern. Wir sind auf uns selbst angewiesen. Wenn wir unsere Befreiung nicht in die Hand nehmen
die Befreiung unserer Herzen nicht wirklich voranbringen, dann gibt es keine Macht, die das für uns tut. Niemanden. Wenn wir nicht sehen, dass wir Buddhas Hände sind, dann können wir die Sache ganz von vornherein vergessen. Und deshalb tun wir etwas für unsere große Familie. Große Familie der fühlenden Wesen. Dass es in der Familie unterschiedliche Tendenzen gibt und auch mal Streit und so, das sollte uns nicht davon abhalten, unseren Familiensinn zu kultivieren. Und dann hat der Roshi mich gefragt, wie viele Leute werden denn dann kommen, wenn ich nächstes Jahr komme. Wie gesagt, es gab kein Lebensdatum. Es gab. Da habe ich gesagt, ja, 20. Und dann ist er gekommen und wir waren 19. Und ja, und er brachte damals mit Gensan und Yuchi-san. Und Gensan hat dann das erste Equipment gebaut. So diesen, das steht heute noch beim Doksan drüben, dieses kleine erste Jiki-Gestell. Und Roshi las also das Vorwort aus dem Rinzai Roku vor und hat dann uns alle überrascht durch einen enormen Kassenschrei. Und damit waren die Sendungen dann eröffnet. Ja, und ich finde das toll, dass der Roshi tatsächlich immer noch lebt. Ja. Und dass das jetzt tatsächlich 30 Jahre geklappt hat, unsere Zen-Praxis. Und jetzt haben wir ja unseren Togenji-Tempel und dann in 30 Jahren feiern wir 30 Jahre Togenji. Also nochmal zum Wohl, danke, dass ihr da seid, danke Dietmar, dass ihr kommt. Denn Dietmar ist eigentlich jetzt der Herr der Zen-Kultur. Eine Generation und das ist jetzt die nächste Generation. Ja? Schade, dass der Roshi nicht mehr reisen kann. Jetzt würde ich euch gerne kommen. Zu unser Tempel einmal. Ja. Aber er hat schon im Jahr 2000 gesagt, hat er sich ja nur aufgemacht. Das war die letzte Reise.